Ich möchte eine bedingte Formatierung erstellen mit einer Formel. Das heißt, die Formatierung erscheint zum Beispiel in dieser Zelle, bezieht sich aber auf eine andere Zelle, die irgendwo ist. Eine normale bedingte Formatierung passiert ja direkt in dieser Zelle, wo der Cursor steht. Zum Beispiel so, ich markiere diese Zellen hier. Wenn diese Werte hier größer sind als 10, gut, Excel schlägt mir vor 59, ich korrigiere das auf 10, dann werden die Zellen rot. Ich will aber nicht diese Zellen rot, sondern die Wörter daneben rot. Also machen wir es mit einer Formel. Ich stelle mal den Cursor in diese Zelle hier und gehe wieder zur bedingten Formatierung. Neue Regel. Diesmal will ich sie erstellen mit einer Formel. Die Formel steht hier unten. Die Formel ist eine einfache Formel. Das heißt, ich kann nicht wenn, dann und so weiter, sondern die Antwort muss eindeutig sein. Zum Beispiel richtig oder falsch, größer oder kleiner. Also gleich. Ich markiere jene Zellen, wo Excel prüfen soll. Das sind diese hier. Jetzt Achtung, das muss ja nachher über all diese Zeilen funktionieren. Das heißt, hier ist noch die Zeile 5 fixiert mit dem Dollarzeichen. Ich lösche dieses Dollarzeichen. Ebenfalls hier vor der 31, auch das lösche ich. Die Spalte D hier, die soll bleiben, das ist soweit gut. Also wenn dieser Wert größer ist als 10, dann soll etwas passieren, dann soll eben das Format rot werden, wie vorhin, ausfüllen. Ich nehme da irgendein Rot, so, okay und okay. Ich schaue mal nach. Jetzt ist diese Videosession rot geworden, weil eben dieser Wert größer ist als 10. Natürlich, wenn hier eine 9 drin steht, dann ist der Wert nicht mehr größer als 10, also ist auch Videosession nicht mehr rot. Aber das war der 36, also wird es rot. Ich übertrage nun diese Eigenschaft mit dem Formatpinsel noch auf alle anderen Zellen, dann funktioniert das überall. Das war's.